Hallo, grüßt euch zu einem neuen Ausstattungsvideo für die Bikewerkstatt hier auf meinem Channel. Ausstattungsvideo heißt heute einfach mal, wie bekomme ich Luft in meinen Reifen rein, aber auch was wurde aus und was habe ich auf dem Kanal hier schon an Luftpumpen und Kompressorenvideos gemacht und was halte ich von was und was stufe ich auch ein ganz klein bisschen ein, für welchen Userkreis irgendwas Sinn macht oder auch vielleicht weniger Sinn macht. Eins haben aber all diese Videofolgen gleich gehabt, nämlich alle sagten unter den Folgen oft genug, wir wollen noch diese haben, die klassische Standpumpe und die schauen wir uns heute noch in der jetzt aktuellen mal finaleren Folge zum Thema Luftpumpen ganz klein bisschen an. Wenn neue Sachen rauskommen, dann gehen wir auch gerne noch darauf noch ein. Aber ich denke aktuell das nächste halbe Jahr hauen wir mal einen kleinen Haken an diesem Thema dran. Begonnen hat diese ganze Reise mit der klassischen Fuß. Pumpe von SKS mit Digitalanzeige. Ach übrigens, alle Sachen, die ich anspreche, Produkte und Co, Videos, alles unten verlinkt, könnt ihr unten alles auschecken, Videos in der Ecke oben auschecken, da ist alles nochmal für euch verlinkt. Die klassische Fußpumpe war so ein bisschen der Einstieg in dieses Thema rein, weil ich dachte, es muss auch mal eine Pumpe geben, die ein kleineres Packmaß hat und die ich cool mitnehmen kann. Und dafür finde ich sie immer noch mega chillig und mega cool. Aber halt auch das Klassische in der äh, Mietgarage im Wohngebiet, Sonntagmorgens, 6 Uhr, noch einen kurzen Reifen aufpumpen. Da muss ich einfach mal schauen, was man da sich so ein bisschen an lautstärkepegel Pegel gönnen kann. Klar, die kann es hier genauso auch, aber hat unterschiedliche Anwendungszwecke, unterschiedliche Bereiche. Klar, diese Pumpe hat diese schöne Digitalanzeige, so ein SKS, ja, sowohl mit Digitalanzeige als auch mit einer klassischen analogen Barometeranzeige. Könnt ihr einfach entscheiden beim Kaufen, was ihr euch gönnen wollt, bevor die Kommentare wieder in den ja ein bisschen überlaufen. Macht irgendwie keinen Sinn. Also. Als Video Nummer 2 kam dann so auf dem Kanal ein bisschen auf das Thema Kompressor oder auch Kompressoradapter. Gehen wir noch weiter zurück. Das ist schon eine ganze Weile her, wo das Video rauskam hier auf dem Kanal, nämlich zu so diesem Teil hier, was ich super, super gerne nutze. Das ist einfach ein Reifenfüller von HZ. Den finde ich von der Genauigkeit, von der Ausführung echt mega schön. Kann man sich auch mal wahrscheinlich gönnen. Und natürlich hier noch der Adapter von SKS wieder, wo ich dann einmal meinen Reifen aufpumpen kann fürs Fahrrad oder halt auch ein ganz normales Autoventil bedienen kann. Ich habe mit einer ja, Füllarmatur quasi beide ähm, Ventilarten komplett erschlagen. War mir wichtig und hat für mich auch im Alltag als wirklich Gamechanger ähm, angelassen und machte mir jeden Tag einen coolen Job. Nehme ich auch kurz auf zum Thema, nehme ich mit Kompressor. Da gab es hier auch im Kanal eine kleine Videofolge zu dem kleinen Favor-Flüchterkompressor, auch schon eine ganze Weile her. Kompressoren haben ihre Berechtigung in der Bikewerkstatt. vor allem gab es so eine Füllarmatur wie jetzt der hier erst recht. Ihr habt mal eine Tubeless Montage, die ihr machen wollt, dann braucht ihr einfach in kurzer Zeit relativ hohe Luftvolumen. Das können oftmals Standpumpen oder ganz normale Fußpumpen eher weniger. Da ist ein Kompressor einfach ein Muss. Und natürlich auch für diesen bisschen Faulheitsfaktor einfach nur Ventil drauf, Knöpfchen drücken, Reifen wird aufgepumpt, macht irgendwie auch Bock. Und Flüsterkompressoren sind ja ganz cool, vor allem auch zum Thema Mietshauskompatibilität. Die sind laut wie eine Waschmaschine im Schleudergang, also nicht so wirklich laut. Und die kann man dann auch mal zur Not nochmal am Sonntagmorgen um 10 laufen lassen, um einfach da genügend Luft haben, um seinen Reifen aufzupumpen. Wobei zurückzugehen zum klassischen Fußpumpe oder heute zur Standpumpe, klar. Dann haben wir auch die Möglichkeiten, relativ äh, geräuschlos seinen Reifen aufzupumpen. Also, Userkreis kompressor haben wir abgeschlossen. Macht irgendwie Sinn für all die, in der Werkstatt sind, einfach auch mit tubeless arbeiten möchten und auch ein bisschen fauler sind, den Reifen nicht mechanisch, sondern einfach halben Knöpfchen drücken, einfach aufzupumpen. Und wie gesagt, diese Armatur hier, Gamechanger, könnt ihr unten auschecken, habe ich euch unten verlinkt. Seit Jahren im Einsatz, finde ich richtig, richtig cool. Da kam noch eine Folge raus zum Thema kleiner Mini-Kompressor, nämlich dieses kleine Bauteil hier. Was wurde eigentlich aus? Ähm, auch wiederum eine äh, Geschichte, um einfach auch mitzunehmen, um automatisch einen Luftzug bekommen, ohne großartig auch Volumen zu haben, weil schon allein die Gründerschiede, klar, macht irgendwie Sinn muss er auch sagen, hat einen Akku drin, muss man geladen haben, klar, Vor- oder Nachteil und natürlich auch die Luftmenge, wo rauskommt, ist nicht viel und schnell genug in kurzer Zeit. Muss man sich auch ganz klar vor Augen halten. Ähm, gerade wenn ich Tubeless montieren möchte, bin ich mit sowas dann an der falschen Adresse, aber dafür ist zum mitnehmen, um einfach seinen Reifen, seinen Ball oder seinen Autoreifen wieder auf Druck zu bekommen, eine coole Geschichte. Funktioniert Soweit haben wir die Videofolgen durch, bis zum heutigen Video, wo wir hier ein bisschen auf Standpumpe eingehen wollen. Auch für einen Großnutzerkreis einfach das Must-Have. Cool mitzunehmen, wie die klassische Fußpumpe auch. Ähm, an den Trail, man kann dann einfach Luft reinlassen. Ähm, macht echt richtig Bock, hat ein hohes Volumen, man braucht wenig Pumphübe. Das machen wir nämlich gleich nachher auch noch in der aktuellen Folge, wenn ich mein, bis mein Reifen dann auch voll ist, dass wir auch mal den Beweis geführt haben. Schauen wir uns auch nochmal an. Habe ich mir jetzt einfach hier diesen ähm, Air Explorer Digi geholt mit der Digitalanzeige. Ich sage, all die jetzt keine Digitalanzeigen mögen, können es gerne auschecken. Das gleiche Produkt gibt es auch noch mit einer analogen Barometeranzeige. Alles wichtig. Über was wir reden heute sind alles Luftpumpen für Reifen. Ihr müsst noch eins beachten, wenn ihr jetzt eure Dämpfer und Gabelsysteme am Bike aufpumpen müsst oder wollt, indem ihr es nehmen möchten, dann müsst ihr halt eine passende Dämpferpumpe euch zulegen. Hat mit diesen Luftpumpen nicht viel zu tun, weil der Druck ist einfach viel viel größer mit einem viel kleineren Luftvolumen. Das heißt Dämpfer und Gabel, das haben wir mit diesen Pumpen komplett raus. Da muss ich in den Bereich gehen von Dämpfer und Gabelpumpen. Das habe ich aber auch schon mal Folge gemacht hier auf dem Kanal, die ich euch auch Nochmal verlinke zum Thema Dämpferpumpe oder Dämpferpumpen, wo man diese ganzen Komponenten der Federung auch wieder auf Vordermann bekommt. Soweit, bis zur Übersicht, was hier auf dem Kanal alles los war, aber auch, was ich von den ganzen Pumpen halte und wo ich sie ganz klein ein bisschen einstufe. Und jetzt gehen wir einfach mal mit ihr hier, hier ans Bike rüber und machen mal einfach einen komplett leeren Reifen auch mal voll und schauen mal nach, wie sie funktioniert. Und dann denke ich, können wir an dieses Thema Luftpumpe und Co. auch mal einen kleinen Haken dran setzen und können sagen, ja cool. Das nächste halbe Jahr haben wir unsere äh, Werkstattvideos zum Thema Luftpumpen ein klein bisschen erschlagen. Ich denke, vier Stück oder fünf Pumpen machen Sinn, um euch da einfach auch einen kleinen Überblick zu geben, wo ihr hin wollt mit eurem Luftpumpen-Game. Nehmen wir es einfach mal so. es auch ein bisschen overdressed ist. Völlig egal. Jetzt ab rüber zum Bike und darf mal diese Pumpe noch zeigen, was sie kann. Und da haben wir alle Pumpen durchgehend mal erschlagen. Beim wir mal zur Tat und pumpen unseren Reifen wieder auf. die Pumpe einschalten. Oder die... Das Barometer einschalten, kann man auch zwischen Bar und PSI umstellen, wie man es ma haben mag. Hier ist das coole dran bei den ganzen SKS-Systemen, ich habe einmal jetzt hier mein Autoventil und die französische Ventil unten dran, stellt automatisch um und hat man einfach dann ein spannendes Leben. Setzen wir mal auf, Ventil ist offen, Reifen ist komplett luftleer. Und, und da können wir mal schauen, was jetzt in den Reifen so aktuell hineinpasst und wie lange wir eigentlich brauchen. So, wir gehen jetzt das Finale rein, so zweieinhalb Bar König ich dem Reifen immer. Und passt, wir haben zweieinhalb Bar im Reifen drin, alles ist schick, cool. Geht auch relativ zügig, gerade zum Mitnehmen. Eine coole Pumpe hat funktioniert. Wenn Sie zuschrauben, Kappe drauf und alles ist cool. Ihr seht, die Pumpe macht genau den Job, wo sie machen soll. Als klassische Fahrerstandpumpe zum Mitnehmen. Echt eine coole Geschichte. Der Reifen ist super schnell voll. Das waren vielleicht 30, 40 Sekunden, wo bis er aufgepumpt war. Also gar kein großartiges Thema. Hat gepasst. Ihr habt auch gesehen, in der ganzen Säge, die hier auf dem Kanal hier war, jede Art einer Pumpe oder Kompressor und was man brauchen kann an Zubehörteilen, einfach seine Berechtigung, dass man halt den Luft oder die Luft in den Reifen reinbekommt, äh, wie man es bekommen möchte und vor allem auch wegen Zweck. Tubeless, eher Kompressor. Mit Schlauch, auch eine normale Pumpe, reicht oftmals aus. Und 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 da müsst ihr einfach mal gucken, was ihr euch einfach gönnen könnt. Oder gönnen wollt. Gönnen heißt, Beschreibung auschecken, alle Sachen nochmal verlinkt. Da könnt ihr mal nachschauen, ob ihr euch einfach auch so eine, eine der vielen coolen Luftpumpen, die in der ganzen Säge drin waren, euch einfach gönnen wollt. So, bei dieser Folge, lasst noch ein Abo da, lasst noch ein Like da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.